So, dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen aufsteigen, wenigstens unsere Beweglichkeit etwas hochstecken. So, dass wir 16 Stärke, 16 Beweglichkeit haben, dass unser Claymore etwas besser wird, da wir ja jetzt mit dem rumrennen. Und nicht mehr mit dem Drachenschwert. Jetzt macht das Claymore wenigstens schon mal wie viel Schaden? Oh, 184. Also es ist fast am Drachenschwert dran, was ja immer 200 nur macht. So, an Petrus vorbei, dem dicken Priester. Und wieder hoch zum Schmied. Wir wollen nämlich die letzte Aufstufung für das Claymore kaufen. Da wir eine kleine Scherbe haben, fehlen uns zum Glück nur zwei. Weil ja das drittletzte Mal Aufstufe kostet 3 Scherben. Also es ist die Kosten für die ersten beiden Level jeweils eine Scherbe, dann 2 Scherben für Level 3 und 4. Und für Level 5 dann brauchen wir 5 kleine Scherben. 3 kleine Scherben. So. Aber wir versuchen vorher nochmal unser Glück hier bei den Balder-Rittern. Vielleicht robbt ja einer eine kleine Scherbe für uns. Der schon mal nicht. Vielleicht der da. Also der, der gerade angerannt kommt. Ups. Das ist nicht so gut. Der bringt uns nämlich gleich um, wenn wir nicht aufpassen. So. Nichts getrinken. So, heilen. Und dann nehmen wir den letzten Balder-Ritter auseinander. Ja, komm her. So. Der hat auch keine Scherbe dabei gehabt. Schade. Ach, holen wir uns den auf der Treppe noch mal. Hier oben. Komm. Ups. Gegen sein Schild hauen ist nicht gut. Ach komm her, du Feigling. So. Okay, der hatte auch nichts dabei. Schade. Dann müssen wir uns jetzt um die Kerle hier draußen kümmern. Einer. Und du? Du bist Nummer 2. Und du Nummer 3. So. Viel Sehen gibt das gerade nicht. Aber genug, dass wir weiterkommen können. Beziehungsweise, dass wir uns Splitter kaufen können. 2 Stück, dass wir das Claymore auf Stufe 5 bringen können. Und uns mal wenigstens die Reparaturkiste leisten können. Wir haben nämlich noch gar keine von den Kisten gekauft. Was eigentlich auch relativ wichtig ist. Hallo, André. Ja. Gegenstand kaufen. Möchten wir erst einmal 2 von denen haben. Oh, und wir haben die Reparaturkiste schon. Dann holen wir uns mal die Waffenschmiedekiste noch. Und sagen, Waffe verstärken. Wir hätten gern das Claymore auf 5 und jetzt verschwindet es von hier. Weil wir es eben nicht mehr weiter aufstufen können. Aber jetzt machen wir immer noch nicht genug Schaden damit. Wir machen nur 197 Schaden mit dem Claymore. Naja. Gucken wir mal, dass wir das Beste daraus machen. Jetzt geht es wieder zurück in die Tiefen, also in die untere untote Stadt. Da haben wir nämlich eine Nebelwand noch vor uns. Die haben wir ausgelassen. Und das könnte ein ziemlich netter Bossfight werden. Und ja, ich nehme schon mal voraus, dass dort ein Boss auf uns wartet. So, fahren wir runter.
Ja, wenn man sich so betrachtet, ist das Claymore ein bisschen übertrieben groß. So. Hier am Feuerbandschrein rasten wir nochmal, dass wir volle Heilung haben und volle Lebenspunkte und alles. Auch wenn wir davon unbedingt mal mehr gebrauchen könnten. Oh, und wir haben ja noch was vergessen. Mit bestimmten Leuten zu reden. Denn wir haben ja den Magierlehrling befreit. Hast du uns was zu sagen? Oh, hello, Miracles? Du, nee, sagst uns nichts Neues, oder? Very well. Ja, das kennen wir schon. Dafür haben wir dir 1710 gegeben. Viel wichtiger sind er hier. Tag. Have you been to the ruins of New London below? Just head down the stairs and take the lift. It's certainly worth a visit. It was once an undead city. You may find a clue or two, unless the ghosts find you first. Ja, er hat uns einen neuen Hinweis gegeben. Wenn wir die Treppe hier weiter runtergehen an der Feuerhüterin vorbei, finden wir die Ruinen von Neulondo, die von Geistern heimgesucht werden. Und Geister sind ein bisschen besondere Gegner, weil man kann sie nicht direkt verletzen. Das werden wir aber sehen, wenn wir das erste Mal dort unten hingehen. Quetschen wir mal weiter aus. How did that nutty sorcerer make it back? Unexpected. But I suppose stranger things have happened. Ja, da hat er sich gerade drüber ausgelassen, dass der Magierlehrling zurück ist. Oh, have you seen that terribly morose lass? The firekeeper. She's stuck keeping that bonfire lit. Sad, really. She's mute and bound to this forsaken place. They probably cut her tongue out back in her village, so that she'd never say any god's name in vain. How do these martyrs keep chugging along? I'd peter out in an instant. Ja, er hat uns gerade über die Feuerhüterin unten aufgeklärt und seine Vermutung, dass sie aus einem Dorf kommt, aber sie kommt ja aus Astora. Gut, hat er noch etwas zu sagen? Nein. Dann reden wir mal mit dem Magierlehrling. Also er hat uns kurz aufgeklärt über die Ruinen von Neulondo, darüber, dass er hier zurück ist. Oh, hello. I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Incidentally, would you care to learn any sorceries? You're clearly talented, and besides, I owe you. Of course, we will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Are you interested? Ja, an Zaubern haben wir immer Interesse. Splendid. I am pleased to have a chance to give something back. Well then, let's get started straight away. Ja, und zwar verkauft er uns jetzt Zauber, aber nur weil wir mindestens eine Intelligenz von 10 haben. Und man sieht schon, okay, den Seelenfall könnten wir theoretisch benutzen, der braucht nur 10 Intelligenz, aber Zauber sind nicht ganz so mein Fall, deswegen nehmen wir sie nicht. Er hat auch Ringe, die die Magie verstärken und halt den Zauberer-Katalysator, also das, was bei uns jetzt der Talisman ist. Aber das brauchen wir alles nicht von ihm. Wir reden mal kurz mit ihm. Have you heard of Big Hat Logan? Master Logan is a great sorcerer and my teacher. Both of us came to this land as undead. But one day he departed, leaving only a note. I suppose he wished to keep me out of harm's way. But where does that leave me? I have dedicated myself to sorcery, but Master Logan could find no use for me. Und er ist deprimiert, dass Big Hat Logan ihn zurückgelassen hat. Yes, the note that Master Logan left. It only said he would travel to Anolondo by way of Sen's fortress. I can only guess that he seeks the regal archives, for Master Logan is a tireless pursuer of wisdom. Wisdom trumps all. Everything else is hogwash. When the curse turned him undead, I'm certain that he only felt it was the perfect chance to visit this land. I only wish that I had his courage. Ja, ist auch ein bisschen ein Hasenfuß. Two things are required for sorcery. First, you must equip a wand. Second, you must attune a sorcery. Then you will be ready to fire away. Oh, and don't forget to aim. So, mehr hat uns nichts zu sagen. Aber ja, er hat uns was Wichtiges über
seinen Meister Logan gesagt, nämlich dass Logan durch Sens Festung gereist ist, um nach Anor Londo zu kommen. Und von Sens Festung haben wir ja schon mal gehört. Das ist die Festung oben beim Schmied. Da, wo Sigi die Zwiebel davor hockt und wartet, dass das Tor aufgeht. Also gibt es irgendeine Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Damit wir auch nach Anor Londo können und vielleicht Biquette Logan wiederfinden. Ja, so viel zum Storyfaden. Wir kriegen immer wieder mal Häppchen vorgesetzt. Und Untote. Komm, der nächste. Ey. Das ist nicht nett, so. Okay, ich rüste mal kurz meinen neuen Bogen aus. Den dürfte ich ja schon benutzen können, ja. Denn mit dem bin ich etwas stärker als mit dem Kurzbogen. Ups, wenn ich treffe natürlich. So. Weg mit dem Flammenwerfer, eine Hüllenrüstung. Komm her. So. Und der hat auch noch was dabei. Ein Lendentuch. Ja, Hüllen haben nicht viel verwertbares Zeug dabei, außer vielleicht mal ab und an ein Langschwert oder ein Speer. Aber der Rest ist halt alles nutzloses Zeug. So, weg mit dir. Ich würde nämlich gern hier hoch. Den da töten. Wie immer die Ratte töten, falls sie Menschlichkeit dabei hat. Oder sich einfach mal entschließt, durch den Boden zu glitschen. Das passiert öfter mal. Bei toten Gegnern. Was leider blöd ist, wenn sie was zum Looten dabei haben. So. Dann geht es jetzt an der irren Moosfrau wieder vorbei. Radchen. In die Stadt der Untoten, beziehungsweise in die untere Stadt der Untoten. Der eine einzelne Bogenschütze hier weg. Der auch nur 24 Seelen gibt. Und dann müssen wir hier wieder zurück. Dir schieße ich erstmal in den Kopf. So. Und dann steche ich dich ab. Ihr seid nicht stärker als Balder Ritter, aber ihr seid schneller und gefährlicher. Das ist das Problem bei euch. So. Jetzt muss ich aufpassen, weil die Hunde gleich von oben kommen. Genau die da nämlich. So. Am besten einfach mal voll heilen. Schwert wieder in die Hand nehmen. Weil hier ist gleich die Nebelwand für den nächsten Bossfight. Und zwar einer der meiner Meinung nach schwierigsten Bossfights. Denn wir kämpfen gegen den Ziegendämon und seine Kreaturen. So. Ah. Schnell weg. Das ist nämlich die beste Strategie, erstmal hier auf die Treppe. So. Und uns dann hier runterfallen zu lassen, direkt vor ihn. Nein. Ja. Bei seinem Kampf müssen wir ein bisschen aufpassen. Er macht uns zwar nicht viel Ausdauerabzug, aber genau diese Attacke kann schmerzhaft sein, wenn sie uns trifft. Komm. Mach irgendwas. Au. Deswegen ziehen wir uns immer hier nach oben zurück, um uns zu heilen. Warten, dass er hochkommt. Und fallen wieder runter. Und dann stechen wir zu. Uah.
Das Gefährlichste an ihm sind, wie gesagt, die Hunde. Wenn die mal weg sind... ist er nicht mehr so schlimm. Wow, wenn er uns trifft, jedoch kann er uns gut Aua machen. Au. Das ist übrigens das Gefährliche am Stich vom Bastardschwert. Es verbraucht verdammt viel Ausdauer. Wow. Wir sollten runterfallen, ganz dringend. Etwas trinken und ihn wieder ins Target nehmen. Weil ihn besiegt man besser im Target. Au. Wenn man nicht gerade übermütig wird. Aua. So. Sturzangriff. Und er gibt uns den Schlüssel zu den Tiefen und einen Heimkehrknochen und etwas Menschlichkeit. Und nur 6000 Seelen, die ich aber gut einsetzen werde.